Herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 1 Mod Dunkle Geheimnisse. Ja, und wir haben in der letzten Folge den Fokus für Iberion organisiert und bringen diesen jetzt weiter direkt zu Korkalom. Und dann werden wir mal sehen, was dann gesagt wird, was dann die Marschroute ist und wie es dann weitergeht und ja, worauf es dann jetzt ankommt. Ui, das war knapp. So. Was willst du? Ich will dir diesen Stein bringen. Übrigens. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt, als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Finstere Sache oder blutiges Abenteuer? Das wird bestimmt eine finstere Suche. Nimm diese Spruchrollen des Lichts. Du wirst sie in den dunklen Stollen gut gebrauchen können. Die Templer in den Minen werden dir helfen. Möge der Schläfer dir Kraft schenken, möge sein Licht auf deinem Weg leuchten, deinen Geist erhellen und deinen Willen festigen. Geil. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. So, okay, nice. Also haben wir jetzt den Auftrag hier in der alten Mine aufzuräumen. Ja, wenn du meinst. Ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall mal Raven mitteilen wollen. Im Best Case würde das jetzt wissen wollen. Hoffe ich jetzt jedenfalls einfach mal. Und das bedeutet, wir gehen ins alte Lager. Ja, ja. Ja, ich weiß aber auch nicht so recht. Was kannst du mir denn für Spruchrollen verticken? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich wollte eigentlich nochmal bei Diego, Windfaust, Wolf, Lurker, Verwandlung, Crawler. Das wäre ja, das ist ja tricky. Ich könnte mich einfach in einen Crawler verwandeln, da hingehen und dann easy einfach die Eier snacken und abhauen. Das wäre schon witzig. Aber geht natürlich leider nicht.
Wisst ihr, ich wollte nochmal bei Diego, wie gesagt, Stärke und Geschick, Stärke investieren, nicht Geschick, Entschuldigung. Vielleicht reichen aber auch 15 Lernpunkte, um nochmal in Einhand zu investieren. Dann hätte ich zumindest schon mal irgendwie 35 Erfahrungspunkte oder 40, ich weiß jetzt nicht so genau, wie es gerechnet wird. Wäre aber auch nice. Auch mindestens die Meisteranimation, um hier einigermaßen bestehen zu können. Das wäre also noch ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt hier mal ein E gemacht. Oh, heiß. Bei mir ist immer dann Teezeit, wenn ich kein Wasser mehr da habe. Das ist so richtig awesome. Ich weiß auch nicht. Ich trinke immer dann den meisten Tee, wenn ich nichts anderes mehr habe. Momentan muss ich jetzt noch ein paar Stunden ohne Wasser auskommen. So. Ja, ansonsten haben wir eigentlich weitestgehend schon alles aufgeräumt. Die Höhle mit den Goblins. Ich bin unschlüssig. Liegt da eine Pfeife? Nice. Aus dem Augenwinkel gesehen. Im hellen Boden hat man es gut gesehen. Ich versuche nochmal die Goblins irgendwie anzugreifen, aber... Ah, guck mal, da ist sogar einer neu gespawnt. Die Waffen jetzt nicht, das dauert mir jetzt zu lange. Versuch da mal reinzugehen und schon mal ein paar umzunehmen. Da kann ich mir die Arbeit für später dann ein bisschen sparen. Oh, wer wohnt denn da? Ananas ganz tief im Meer. Gott sei Dank kann ich so sprinten, das macht es mir um einiges einfacher. Killer Goblin, ach du Awesome, ja, bitte fallt alle runter. Ja, perfekt, perfekt. Nice, nice. Awesome, alle runtergefallen. So will ich das haben. Das ist das Best Case, was mir passieren konnte. Weil da kann ich die jetzt ganz, ganz entspannt alle abschießen. Okay, die sind da am Boden irgendwie festgebackt. Fallen aber auch alle runter oder ertrinken. Sehr schön. Das ist optimal. Ja, jetzt vor mir in Deckung gegangen ist, die kleine Sau. Kann ich ja doch, das hat doch echt gut geklappt, muss ich sagen. War knapp auf jeden Fall. Oh, da kommt der nächste. Oh, jetzt muss ich weg. Die sind nicht ohne. Doch safe hier hoch. Okay, ne, scheint doch Schwierigkeiten zu haben. Perfekt. Ah, der andere ist da drüben runtergefallen. Genial. Okay. Das klappt doch um einiges besser, als ich gerade angenommen habe. Jetzt hänge ich selber am Boden fest. Klappt doch um einiges besser, als ich angenommen habe. Wenn das jetzt doch so gut läuft, dann machen wir das erstmal hier. Können wir direkt schon mal den Almanach holen. Frage, sind die jetzt schon alle tot? Guck mal, da rutscht einer runter. Könnten alle schon tot sein. Das heißt zwar, mir sind jetzt natürlich einige Erfahrungspunkte flöten gegangen, aber ganz ehrlich, das ist okay. Das ist okay für mich. Die anderen haben es alle nicht überlebt, ne? Alle tot. Alle ertrunken. Hat bei den anderen aber irgendwie besser funktioniert. Naja. Speichern nochmal. Da dürften jetzt einige raus sein. Aber es dürften auch noch ein paar drin sein, also. Ganz so easy wird es dann jetzt doch nicht. Aber wir versuchen es weiterhin. Naja, das sind noch einige. Ich
Ah, ein Trank. Sehr schön. Okay, der Gang ist schon mal sauber. Ich sollte mich heilen. Da kommt der nächste. Hallo. Schlagt! Alter. Okay, Boy, das wird mir zu heiß. Heiltränke werden gegossen. Junge. Oh Gott, ich dachte kurz. Das ist gerade eine echt heiße Situation hier, muss ich mal sagen. Ich dachte gerade kurz, ich hätte das Spiel neu gestartet, Alter. Okay. Das waren noch nicht alle. Ich sehe ja hier gar nichts, Mann. Ich muss weg. Das ist mir zu heiß gerade. Heiß, heiß, Baby. Ja, die schaffen es aber, die Brücke nicht runter zu fliegen. Mal speichern. Ich habe da jetzt schon einige mitgenommen, auf jeden Fall. Der Großteil dürfte als ausgelöscht sein. Sehr schön. Das bringt natürlich ordentlich Erfahrungspunkte. Lief jetzt nicht ganz optimal, weil die meisten halt jetzt ertrunken sind, aber das ist okay. Das ist okay, da muss ich jetzt mit klarkommen. Wir brauchen nur noch 500 fürs nächste Level ab. Sehr gut. Das heißt, wir haben dann 25 und können dann direkt bei Sketti und Diego richtig pumpen. Wie viele hier noch sind. Heiße Sache. Oh je. Die Situation echt unterschätzt. Jawohl, schön. Falte alle runter, perfekt. Mein Gott, seid ihr dumm. Kann echt so weit schießen, ist ja Wahnsinn. Ah, bis ganz rüber kam ich jetzt nicht. Nein! Nein, ich häng fest! So, direkt wieder ausmachen hier. Ich hab's jetzt so gemacht, weil ich festgehangen habe. Festgehangen bin. Sehr nice. Den haben wir erschossen. Okay. Perfekt. Ja, da ist das Level up. Sehr nice. Ich nehme auch noch mit. Cool. Ja, das lief jetzt schon deutlich besser. Dort unten sammelt sich langsam so ein bisschen so ein kleiner Goblin-Friedhof, wenn man es so möchte. Nee, mit gezogener Armbrust da reinzurennen wäre ja noch dämlicher als mit gezogener Axt. Es sind immer noch zwei, Alter. Krass. Einfach krass. Alter. Junge, wie viele das sind, das ist ja krass. Ich hab, also, Junge, Junge, Junge. Sind natürlich auch recht starke Goblins. Das muss es doch jetzt bald mal hier gewesen sein, ey. Ja, okay, dafür war es das jetzt halt wirklich. Okay, Junge, 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 das war schon echt abgefahren, wie viele das sind. Oder waren. So, aber dafür habe ich mir jetzt hier auch mal meine Belohnung verdient. Lederbeutel. Achso, hier war der Almanach drin. Ne, eine schwarze Perle. Ein äußerst seltenes Juwel. Geil.
Erz, Dietriche, immer gut. Und hier mein Almanach. Schön. Haben wir uns also selber schon mal ein bisschen die Arbeit abgenommen und vorgegriffen. Aber das ist voll in Ordnung. Und sind dabei sogar noch eine Stufe aufgestiegen. Also besser, noch besser hätte es ja fast gar nicht laufen können. So, aber die paar Pflanzen und so, die Pilze. Nachtschatten bringt auch Geld beim Alchemisten oben in den Bergen. Sehr schön, haben wir das schon mal erledigt. Wie gesagt, ja, okay, es sind jetzt halt ein paar Erfahrungspunkte hier flöten gegangen, aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt mit leben. Ich meine, ich sehe es ein, wenn man neu lädt, wenn der letzte Dietrich bei einer Kiste abbricht, die man fast hätte geknackt, dass man da neu lädt, das verstehe ich, aber okay, ja, ich habe es ja als Mittel zum Zweck gemacht, dass die Goblins da alle ins Wasser fallen. Sonst wäre es auch echt schwer geworden. Und ich meine, wir haben ja das Level-Up dadurch trotzdem gekriegt. Das ist ja in Ordnung. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu Skeddy, Diego und Raven. Bevor wir in die alte Miete weiterziehen. Also, beziehungsweise uns einfach dahin teleportieren. Das ist ja möglich. Dann schauen wir mal. Läuft ja bisher eigentlich ganz gut. Würde ich sagen. Wie ist da so eure Einschätzung? Schlage ich mich einigermaßen passabel oder eher so gar nicht? Kann ich da hochklettern? Ob man da nicht hochklettern kann. Piranha Bites, ich bin enttäuscht. Schade. Achso, ich bin jetzt wieder im alten Lager, das heißt... richtige Garderobe muss schon gewählt werden. So, mal gucken, wie viele Lernpunkte ich jetzt bei Skeddy verballern kann. Das letzte Mal waren es ja 10. Gucken, wie viel es jetzt ist. Für Gomez! Nochmal 10. Für 5. Nein! Ich dachte, das wäre schon lassen. Ja, jetzt muss ich nochmal reinhauen. 4. 6. 8. Nochmal 10. Ah, Mist, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auf Ende gehen, aber Ende steht jetzt hier komischerweise ganz oben. Jetzt habe ich 40. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Lernpunkte, die ich jetzt nochmal in Stärke investiere. Ja, falls es überhaupt geht. Kann auch sein, dass ich auch 10 Lernpunkte für 5 Stärke jetzt brauche. Dann bin ich jetzt am Arsch, aber bin ich krass am Arsch. Da kann ich nochmal 2 Stärkepunkte investieren. Dann haben wir 65, das ist ja auch okay. Für Gomez. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschichte. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Nee, es geht noch, sehr nice. Okay, schön. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einiges hier investiert. Das ist sehr gut. Ich möchte jetzt einfach auch nochmal einen Blick hier in unser... Nee, das ist... Oh, da gab es übrigens 50 Erfahrungspunkte fürs Lesen des Almanachs. Das ist gut. Ich möchte jetzt einmal in die Liste der besiegten Monster reingucken. 70 Wölfe, 6 Snapper, 1 Beißer... 43 Varane, 9 Minecrawler, 67 Blutfliegen, 54 Mal, 103 Scavenger. Krass, wir haben auch schon über 50 Goblins jetzt auf dem Gewissen. 4 Menschen, 343 im Nahkampf, 96 aus der Distanz. Ich finde das so cool, ich finde das wirklich mega. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie geil ich das eigentlich finde. Dass es so eine Möglichkeit gibt, da solche Auswertungen da zu treffen. Finde ich wirklich awesome. So, aber jetzt... wird es Zeit, dass wir in die alte Mine gehen. Ich werde mich jetzt hier nicht nochmal schlafen legen, weil das wahrscheinlich eh nichts bringen wird. Wobei, warte mal, ich will nochmal kurz mit den Typen da oben in Slicers Kneipe sprechen. Ich glaube, da habe ich noch nicht mit allen gesprochen. Beim letzten Mal. Hier, guck mal. Hier ist Bar. Wer bist du? Das geht dich einen feuchten Schwindel. Das war doch klar, dass es ja, ja, genau, das hatte ich schon. Verdorn. Wer bist du? Ich bin Verdon, der beste Armbrustschütze in der Kolonie. Das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Aber der beste Armbrustschütze im Lager bin ich auf jeden Fall. Kann ich was für dich tun? Wie viel willst du? Kommt drauf an. Gib mir alles, was du hast.
Ich gebe dir eine Armbrust und wenn alles gut läuft, bekommst du auch noch etwas Erz. Das hört sich gut an. Was soll ich machen? Haldor ist der beste Armbrustschütze in der Kolonie. Ja und? Unterbrich mich nicht. Bald findet wieder ein Wettkampf im Armbrustschießen statt. Dieser Idiot vom alten Lager gewinnt leider immer. Ich verstehe, aber wenn ich versuche ihn umzulegen, werden die Gardisten mich da nicht angreifen. Natürlich werden sie das. Du musst ihn erst aus dem Lager locken und ihn dann kalt machen. Wirst du das für mich machen? Ich werde mich um Haldor kümmern. Sehr gut. Dann los und möge Innos mit dir sein. Hä? Hä? Sehr witzig. Was denn für ein... Ach, ist ein Musiker. Wer bist du? Wonach sehe ich denn aus? Schatten. Weiß nicht. Nach einem Schatten. Woher nehmen sie nur diese Idioten? Beurteilst du alle Leute anhand ihrer Kleidung? Die Schattenrüstung ist elastisch und trägt sich sehr angenehm. Das ist der einzige Grund, weshalb ich diese Klamotten anhabe. Und dass die Schatten solche Rüstungen tragen, interessiert mich einen Scheiß. Wenn du kein Schatten bist, was dann? Du willst mir wohl wirklich auf die Nerven gehen. Ich bin der berühmteste Poet in der ganzen verlausten Kolonie. Ach so. Bestimmt, weil du der einzige Poet im gesamten Lager bist. Du erdreistest dich, mir so etwas entgegenzuwerfen? Sobald die Barriere fällt, werde ich Weltruhm erlangen. Mir scheint, der hat zu viel getrunken. Was murmelst du da? Nichts, was dich interessieren würde. Wie du meinst. Aber ich behalte dich im Auge. Alter, dir ist schon klar, dass Inextremo gerade im alten Lager auftritt. Also bist du bei weitem nicht der berühmteste Poet der gesamten Kolonie. Wie bist du in die Kolonie gekommen? Das weiß ich selbst nicht. Diese verdammten Idioten nahmen irgendwie Anstoß an meiner Kunst. Angeblich seien meine Bücher vulgär und beleidigten den König und seine Untergebenen. Die Schurken haben meine Bücher zensiert. Nicht genug. Sie verboten mir sogar, auf öffentlichen Plätzen meine geliebten Lieder zu singen. Schrecklich. Ich weiß. Ich beschloss, mich nicht so leicht geschlagen zu geben und habe die Widersacher meiner Bücher beseitigt. Leider hat ein verfluchter Bauer mich dabei gesehen und lief zur Stadtwache. Ich versuchte mich zu wehren und zu meinem Recht zu kommen. Jedoch überwältigten mich die Hunde und warfen mich direkt in die Kolonie. Sie erlaubten mir nicht mal, meine Bücher und Laute einzupacken. Eine erschütternde Geschichte. Sobald ich von hier entkommen bin, werden sie alle unter schrecklichen Qualen sterben. Aber zuerst muss ich mich mit diesen Hurensöhnen am Austauschplatz befassen. Ich dachte, im ersten Satz hat er gesagt, er weiß selbst nicht, wie er in die Kolonie gekommen ist. Was ist mit diesen Gardisten vom Austauschplatz? Diese unverschämten Typen haben mich bei meiner Ankunft verprügelt. Sie haben den Augenblick ausgenutzt, als ich nur halb bei Bewusstsein war. Wäre ich bei voller Kraft gewesen, würden sie schon längst ein paar Meter unter der Oberfläche liegen. Ich kenne diese Gardisten. Auch ich hatte mit ihnen ein ähnliches Erlebnis. Mir ist was in den Sinn gekommen. Wieso zum Teufel soll ich mich anstrengen und mit dem Blut dieser Schurken beschmutzen? Ich denke, dass es eine ausgezeichnete Aufgabe für jemanden wie dich wäre. Verstehe ich nicht.
Warum sollte ich das tun? Weil dir dasselbe wie mir widerfahren ist. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Und du hast sie bestimmt. Lass dir was Besseres einfallen. Na gut. Töte diese Gardisten und du bekommst zum Tausch den Schlüssel zum Turm des alten Lagers. Oh Mann. Ich bin dabei. Großartig. Wenn alles nach Plan verläuft, werde ich über dich eine Ballade schreiben. Die Gardisten heißen Gori und Lukis. Viel Glück, dem Untergang geh weiter. Was? Nein, nichts. Ist mir nur so herausgerutscht. Dem Typen stimmt irgendwas nicht. Naja. Eine Folge, in der es keinen Absturz gibt. Wobei, Folge 31 war ohne Cut. Okay. Naja. Dann, das sind so Sachen, um die kümmere ich mich, wenn ich dann wiederkomme. Ah, guck mal, wer hier gerade eintrifft. Das ist ja praktisch. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wen haben wir denn da? Pass lieber auf, dass die Butler nicht wegrennen. Sehr witzig. Ich dachte gerade, er will mich aufhalten, ey, aber ich bin Schatten, Junge. Das ist ja alles überdacht hier, sehe ich ja jetzt erst. Ich bin gerade gewundert, wo der Regen hin ist. Okay. Speichern wir mal. Und gehen mal rein in die gute Stube. So, schauen wir mal. Jetzt müssen wir. Ui. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. War das wirklich schon beim ersten Mal auch so hier dunkel? Ich kann mich nicht erinnern, dass es so dunkel war am Anfang. Ey, stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht so dunkel sein. Hä, als ob. Das war doch beim letzten Mal nicht so krass, oder? Nun gut. Das ist eher suboptimal. Hui. 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 Na, Mist, jetzt passt nicht mehr zur Musik. Schade. Okay. Dann ja richtig verzerrt. Ah, sehr schön, jetzt rennt er ein bisschen schneller. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass das so dunkel war. Für Gomez. Trägt ihr übrigens rein, Leute. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. So, aber ich denke, ich sollte jetzt schon um einiges besser gegen die Minecrawler bestehen. Ich meine, nicht nur, dass wir bessere Waffen haben, Rüstungen, wir haben ja auch um einiges mehr Talent, Kampftalent jetzt. Und ich denke, ich sollte jetzt nicht mehr ganz so lost sein, wie noch bei meinem ersten Besuch hier. Die eigentliche Frage ist nur, wie könnte ich jetzt hier bestehen? Das ist jetzt hier die eigentlich große Preisfrage. Mir mal Mana. Ich glaube, ich brauche aber Rabenkraut haben wir hier einiges. Höllenpilze, mehr Rabenkraut, sehr schön. Ich frage mich ja, wie die diesen Stampfer hier reinbekommen haben in den Schacht. Wahrscheinlich haben sie den hier gebaut. Müssen sie ja hier gebaut haben. Weil die hätten sonst niemals das ganze Ding in einem Stück hier durchgekriegt, logischerweise. Also haben die den hier drin aufgebaut.
Vielleicht einige Bauteile wie diese Räder da und so, die haben sie wahrscheinlich reingebracht, aber trotzdem. Guck mich erstmal hier oben um. Ob hier was gibt, aber... Ja, Tränke, nice. Oder einen Trank zumindest. Haben wir noch Erz. So, und da oben war, glaube ich, auch noch irgendwas. Aber ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist für YouTube. Nein. Okay, nicht schlimm. Egal. Ja, dann würde ich erstmal sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir uns da unten mal die Minecrawler vornehmen und das Zahnrad holen. Bleibt gesund, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein. Ciao.